Das ist das neue Modell Sport und Fan Black Selection, das Sondermodell. Es gibt dieses Fahrzeug als auch wie normale Ausstattung, wie Sport und Fun mit der Farbe Blau-Grün. Und dieses Fahrzeug kann eigentlich sehr viel. Das kann bis zu 2 Motorräder laden. Dieses Fahrzeug kann bis 600 Kilo zuladen. Das Fahrzeug hat ein Leergewicht von 1130 Kilo im Fahrbahnzustand. Das heißt mit Gasflasche, mit vollen Wassertank, 45 Liter. Eine Gasflasche oder zwei Gasflaschen? Eine Gasflasche. Mit einer Gasflasche 11 Kilo. Das Fahrzeug hat ein Hubbett. Wir können das gerne mal konstruktiv vorführen. Eine Auffahrrampe für Motorrad. Dann hat das Fahrzeug 4 Dreiverzurösen im hinteren Fahrbereich und 5 Verzurösen im vorderen Fahrbereich, dass Sie praktisch ein Motorrad verzurren können hier. Gegebenenfalls, auch wenn es 2 kleinere Motorräder sind, können Sie 2 Motorräder verzurren. Okay. Dann haben wir hier ein Hubbett. Ich zeige Ihnen mal das Hubbett. Das können Sie hochklappen, das Hubbett. Einrasten. Wir tun und hier können Sie ein Motorrad auch von der Seite reinfahren. Aha, das haben wir jetzt einmal, das ist ja eine riesen Fläche da unten noch. Genau. Die schauen wir nachher von außen einmal an. Und da oben könnte man theoretisch auch schon schlafen, oder? Sie könnten schlafen oben und könnten unten auch über Nacht Ihre E-Bikes zum Beispiel drin lassen, dass sie nicht gestohlen werden, wenn es hochqualifizierte, teure E-Bikes sind. Aha, interessant. Dann können Sie natürlich auch, wenn Sie E-Bikes nur zum Transport sein müssen, das normale Bett gibt es auch. Dann können Sie das normale Bett hier offen lassen und können Sie hier komplett laden, hier in diesen Raum hier. Aha, ja, das ist ja enorm Platz, ja. Und dieses Fahrzeug gibt es auch mit Klimaanlage? Dieses Fahrzeug gibt es auch mit Klimaanlage, mit der Dometic Freshjet 2200. Läuft die mit Gas? Die läuft mit Strom. Das heißt, man braucht eine große Zusatzbatterie. Mit Batterie geht es nicht mit 12 oder 24 Volt, die geht nur mit 230 Volt. Okay. Dometic Freshjet 2200. Okay, das heißt, sie hat ungefähr 2200 Watt wahrscheinlich Leistung. Das? Aufnahmeleistung. Okay, und dann gibt es halt hier eine kleine Küche, haben wir gesehen. Küche also mit 3 Flammen, Herz. Oh, aha. Da kann man ja eine ganze Familie damit bedienen. Von Dometic. Aha. Dieses Fahrzeug hat auch eine Dusche mit drinnen. Mhm. Wenn Sie hier schauen, da können Sie hier ausziehen, dass das Wasser rausgeht und können Sie hier komplett diesen, auch eine Weltneuheit, der Duschvorhang mit Luftkammer, der wo nicht am Körper kleben bleibt. Die Luftkammer muss man aber aufblasen mal mit einer Pumpe oder sowas, oder? Nein. Nicht. Und so haben Sie dann hier, können Sie sie reinstellen und das da innen reinmachen und dann können Sie innen duschen. Und unten bei dem Abfluss ist halt ein biegsames Rohr, ein Schlauch, der dann irgendwo hingeht, in einen Behälter rein. Okay. Genau. Ach, das und ist Sie können auch theoretisch oder praktisch, wie Sie wollen, können Sie auch das Fenster aufmachen und können Sie auch außen duschen. Ah, interessant. Das zeigen Sie uns dann mal, dann können Sie mir vorstellen, wie Sie sich selbst duschen. Okay, war ein Spaß. Aber sehr interessant. Und ja, und dann gibt es natürlich irgendeinen Kühlschrank, habe ich gehört. Da drehe ich mich jetzt mal um. 145 Liter Kühlschrank ist das. Auch interessant. Also da passt einiges rein. Ist natürlich ein Kompressor-Kühlschrank. Kein Kompressor, Absorber. Weiß ich nicht genau. Okay, ich denke, das wird ein Kompressor sein. Der hat ein extra Gefrierfach, geht mit Strom, Gas und 12 Volt Dauerstrom, wenn die Batterie hat. Okay, da wird ihn aber nicht kühlen, sondern nur die Temperatur halten. Aha, merkt der Kühlschrank dann, wenn er bloß 12 Volt hat, dass er weniger verbraucht. Ja. Aber auch interessant, wenn er mal kalt ist, dann man macht nicht auf, dann hat man ja genügend
Kühlung. Dann haben Sie hier ein extra Sitzgruppe, da kommt ein Polster drauf, dass Sie hier sitzen kann, noch eine Person. Ja, auch interessant. Dann haben Sie hier USB-Stecker genügend, haben Sie Steckdosen 230 Volt unten drin. Aha, wie viel Leistung? 230 Volt. Na, wie viel Leistung in Watt? Gut, müssen wir uns dann aus dem Detail Beschreibung rausholen. Das neue Wasserfiltersystem BWT Best Camp Mini. Das haben wir uns schon angehört auf der Pressekonferenz. Super interessant. Ein halbes Jahr hält dieser Filter. Was haben hier wir? Steckdosen. Aha. Extra Steckdosen in der Küche. Ah, sehr gut. Okay. Alles LED-Leuchten. Gut. Also sparsam. Ja, viel Licht. Das sieht ja gut aus. Und hier unter den Sitzen ist da noch irgendein Platz? Da ist hier unter den Sitzen ist die Warmwassertherme. Oh, oh. Aha, sehr gut. Die Therme funktioniert mit Strom. Mit Strom, okay. Und hier hinten ist der Frischwassertank, 45 Liter. Aha, interessant. Aber die Therme funktioniert dann nur mit 230 Volt? Mit Strom. Ja, Strom gibt es 12 Volt auch, aber 230 genau. Volt. Okay, schaut auch lustig aus und hier können ja bequem an die vier Personen dann genau, sich aufenthalten. Sitz kann man hier runter klappen. Ah, lustig. Und? Und hier kommt eine Ausgleichspolster drauf. Aha. Und dann kann hier bis zu vier Personen. Oh, auch interessant. Auch interessant. So, und ja. Wenn Sie sechs Personen haben wollen zu schlafen, dann machen Sie das. Ja. Dann machen Sie das Hubbett drauf hier. Aha. Fahren das hier rauf. Aha. Und legen unten eine Matratze rein und können unten theoretisch nochmal zwei Leute durch diesen großen Raum unten drin schlafen. Das ist ja dann ein Mannschaftstransporter. So ist es. Auch dieses. Ich sage immer, dieses Fahrzeug ist der Multikulti-Wagen, der wo alles kann. Bitte nicht Multikulti sagen, das ist negativ belegt. Ist negativ. Okay, Spaß muss Sie sein. Sie wissen, wie Sie meinen. Ja, also sehr interessant. Ja. Das ist interessant. Ja, dann mal vielen Dank. Jetzt schauen wir von außen nochmal an. Also, das scheint ja die eierlegende Wollmilchsau zu sein. So ist das. Der DC ist zwar auch ganz interessant, aber irgendwie hat das Ding noch mehr Pep. Und, so ist das. Also, sehr, sehr interessant. Dann bedanke ich mich mal herzlich und wir schauen uns dann noch ein bisschen. Ja, und jetzt sind wir heimlich mal hier von unten die Leiter hochgeklettert. Also das ist das Dach, ganz interessant. Angeblich 70 Kilo Tragkraft. Also man könnte da auch noch was drauf transportieren, was natürlich genial ist. Und ich denke, wenn man hier noch in die Plattform ein bisschen verändert, könnte auch jemand mal auf dem Dach vielleicht sogar rumlaufen. Was noch besonders interessant ist, man könnte hier natürlich ganz genial eine große Solarzelle hier dazwischen einlegen und dann hätten wir eine eigene Stromversorgung. Also lustige Geschichte und wir steigen jetzt wieder hinab. Ja, wir sind jetzt hier auf der CMC in Stuttgart am letzten Wochenende und haben hier den Herrn Diehl von Knaus Tabbert, der uns jetzt ein bisschen was erzählen kann. Wir würden auch gerne wissen, was so an Innovationen gibt und an Neuheiten. Können Sie uns da ein bisschen was sagen? Also traditionell, Stuttgart ist die erste Messe im Jahr und sie ist für uns natürlich total wichtig. Wir sind hier angetreten in unserer eigenen Halle 2 und präsentieren viele, viele Innovationen. Wir sehen uns ja als Innovationstreiber der Branche. Wir haben viele Fahrzeuge mitgebracht, wir haben aber auch viel Technologie mitgebracht. Lassen Sie mich ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel, wir haben bei den meisten unserer Reisemobile ein sogenanntes Head-Up-Display, wo alle wichtigen Informationen, zum Beispiel, welche Verkehrslage ist gerade, welchen Navigationskurs habe ich gerade, welche Höchstgeschwindigkeit ist erlaubt, wo geht es eigentlich hin, das alles wird mir sicher in das Blickfeld des Fahrers eingespiegelt auf diesem Head-Up-Display. Dann haben wir in all unseren Fahrzeugen einen Wasserfilter verbaut. Dieser Wasserfilter entfernt alle Keime und reinigt das Wasser von Schwebstoffen, Partikeln. Wir wissen alle, es gibt Campingplätze, da ist die Wasserqualität schwankend. Unser Wasserfilter beseitigt dieses Thema. Darüber hinaus haben wir einen tollen Fahrradträger, der heißt E-Hit.
Das ist ein elektrischer Fahrradträger, der sich automatisch ausklappt und Sie können dann unterschiedliche Module, einen Fahrradträger, wo drei Fahrzeuge draufpassen, bis zu 75 Kilo Tragfähigkeit, aber auch eine Transportbox, die Sie dort montieren können. Und wenn Sie das Ganze zusammenklappen, ist auch noch eine Anhängerkupplung dran und Sie können an Ihr Reisemobil auch noch einen Anhänger dranhängen. Alles in einem der E-HIT Fahrradträger. Dann haben wir auch noch andere Themen hier. Wir sind natürlich sehr, sehr stark im Leichtbau unterwegs. Ein schönes Beispiel ist unsere Frame-Technologie. Beim Knaus Teseo haben wir da das Thema Frame-Technologie perfektioniert. Das ist ein Transportkaravan, der zwei schwere Motorräder transportieren kann und wo Sie die gesamte Heckklappe über die Breite des Fahrzeugs öffnen können. Das kann sonst so kein anderer. Das können wir nur mit unserer Frame-Technologie. Jetzt eine kurze Frage zum Wasserfilter, ist natürlich genial. Man braucht da öfters mal dann eine neue Filterpatrone, das wird ein Keramikfilter sein, nehme ich an. Nein, das ist eine Filtrationsmembran und der Filter ist so ausgelegt, dass er ein halbes Jahr lang funktioniert. Wenn der Filter dann zu ist, haben wir aber immer auch ein Überbrückungsstück, dass Sie einen Adapter haben, dass Sie zur Not eben dann auch ungefiltertes Wasser haben, falls Sie im Urlaubsort sind und keinen Reservefilter haben. Das können Sie spielend leicht per Klickverschluss selber wechseln. Woher weiß ich, dass der Filter zu ist? In dem Moment, wo kein Wasser mehr aus Ihrem Wasserhahn rauskommt, wissen Sie, dass der Filter zu ist. Und das Tolle ist, Sie wissen dann, der Filter hat seinen Job erledigt. Sehr gut funktioniert. Sehr gut. Und jetzt natürlich eine etwas indiskrete Frage. Den Filter kann man nur bei Ihnen kaufen oder gibt es auch im freien Markt irgendwelche Filter? Nein, es gibt selbstverständlich, können Sie bei all unseren Knaus-Tabbert-Händlern diesen Filter bestellen, aber auch im Internet bei Bestcam Filter. Ah ja, okay. Das heißt, es ist dann preislich auch erschwinglich. Was kostet so ein Filter ungefähr? Liegt ungefähr bei 150 Euro. Okay, ist ja kein Problem. Und wenn man den Wasser nicht benutzt und ein halbes Jahr rumsteht, dann ist der Filter weiterhin einsatzbereit. Der Filter aktiviert sich in dem Moment, wo Sie ihn einbauen und dann hält der im Idealfall ein halbes Jahr. Also und wenn man ihn nicht benutzt? Wenn er einmal aktiviert ist, ist er aktiviert. Aha, interessant. Ja, dann vielen Dank mal. Wir wünschen weiter viel Erfolg und bei der nächsten Messe sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Gerne, Dankeschön.